Hallo und willkommen zu einem weiteren Teil und vermutlich einem der letzten Teile auf dem Weg hin zum Schwarzen Loch, denn wir sind ganz, ganz kurz davor, dort anzukommen. Wir befinden uns jetzt in einem System, das ist sehr, sehr dicht dran. Ungefähr 300 Lichtjahre nur noch entfernt von dem Schwarzen Loch. Und wir haben wieder interessante Welten gefunden. Zumindest drei Planeten, die wir nochmal scannen wollen. Und mittlerweile ist es doch ganz schön einsam hier. Aber ich habe mal gecheckt in diversen einschlägigen Foren, die es bezüglich Elite Dangerous gibt. Und ja, es ist tatsächlich so, dass relativ viele Leute aktuell dort unterwegs sind, um und bei im Zentrum. Man soll es kaum glauben. Da wir relativ wenig Besuche bei Planeten gemacht haben auf dem Hinweg, also speziell einfach nur mal ein System scannen, einfach mal genießen, wie die Welt jetzt oder das Universum hier jetzt aussieht, wenn man so weit im Inneren ist, das Universum Galaxie, wollen wir mal bei den richtigen Betitelungen bleiben. Wir haben mittlerweile 2575 Planeten besucht, Systeme besucht. Systeme insgesamt, und auf dieser Reise allein sind es dann wohl um und bei 800 Systeme. Und das ist viel. Also ich meine, wer Elite selber nicht spielt, der mag das vielleicht nicht wirklich in Kontext setzen können, aber das sind viele Systeme, die man besucht hat dann. Das sind wirklich viele. Und es war teils eine aufregende Reise. Ich bin diverse Male, das heißt diverse Male, zweimal in kritische Situationen gekommen, wo ich direkt in ein Binärsystem reingesprungen bin. Also vom Computer aus sozusagen, dass ich direkt gegrillt wurde. Was erklärt, warum ich 15% meiner Hülle und meiner Systeme zum Teil verloren habe. Und manchmal war es einfach nur eine Reise, die entspannend war. Man genoss den Blick raus ins Universum. Anfangs habe ich diese dunklen Flecke immer für Wasser gehalten, aber es ist kein Wasser. Das werden wir auch gleich sehen. Es ist vermutlich keine terraformierbare Welt. Sieht aber cool aus. Gucken wir mal auf die Systemkarte. Also, hochmetallhaltige Welt. Ich meine den Text. Den haben wir nun schon zum tausendsten Mal jetzt. Ammoniak, Stickstoff und Methan in der Luft, Fels und Metall. Ganz ordinärer Planet. Der nächste könnte eventuell interessant sein. Hat Eiskuppen und sieht Mars-ähnlich aus. Also beschleunigen wir hier wieder raus. Oh, da oben. Ein Sturm. Ein Tornado oder ein... Wie nennen sich die Dinge? Orkan. Alles in allem aber eine sehr entspannte Reise. Es ist, wobei 20.000 Lichtjahre in einem Flieger bei Elite Dangerous zu machen, ist kein Pappenstiel. Das ist wirklich eine sehr lange Strecke. Wenn man so die ersten Nebel erreicht hat, der NGC-Nebel zum Beispiel, dann hat man sich schon ganz gut gefühlt, wenn man einen riesen Abschnitt der Strecke ja schon geschafft hat, aber das waren nur 8000 Lichtjahre. Das ist nicht mal ein Drittel ganz.
Was für eine angenehme Ruhe hier draußen. Ach, ich wäre so gerne würde ich tatsächlich in diesem Raumschiff sitzen. Wäre sehr schön. Ich bin auch eher der Typ, der gut mit sich alleine klarkommt. Ich komme auch gut mit anderen klar, aber ich komme auch genauso gut komplett alleine klar. Ich brauche niemanden, mit dem ich mich austauschen muss. Und für mich wäre das tatsächlich eine Option als Karriere. Nicht mehr programmieren, sondern einfach in so einem Schiff sitzen und durch die Gegend fliegen. Ich frage mich nur, wie das auf dem Schiff ist. Kaffee machen, duschen gehen, schlafen und solche Geschichten. Es gibt ja kein Autopilotensystem. Das heißt, man sitzt hier wirklich jeden Sprung, den man macht, sitzt man am Steuer. Das ist nicht. Es gibt keine Möglichkeit, da drum rumzukommen. Man fliegt also diese 20.000 oder 25.000 Lichtjahre komplett. Wer also mal so eine Reise antreten will, der sitzt dann auch die komplette Strecke hinterm Steuer. Und natürlich auch wieder zurück. Es sind ja auch wieder 25.000 Lichtjahre. Und ich habe diverse Schlenker gemacht. Das heißt, unterm Strich komme ich vielleicht doch bei 30.000 Lichtjahren Hinweg raus. Ich habe auch so gut wie jedes System. Bei jedem System habe ich, bis auf Ausnahmen, habe ich den zentralen Stern gescannt und das System natürlich komplett gescannt im Sinne von feststellen, wie viele Himmelskörper dort im System sind. Aber diesen Detailscan, da habe ich so gut wie bei jeder Sonne das gemacht und das sieht man auch hier in der Statistik. Detailscan Level 3. Ich muss jetzt mal abbremsen, weil ich zu schnell unterwegs bin. Ich bin ein richtiger Raser hier bei Elite Dangerous. Die sind direkt nebeneinander. Ah, okay. Fliegen wir mal zwischen den Welten. Das war der Marsplanet oder der Mars-ähnliche Planet und das sollte die Wasserwelt sein. Da werden wir jetzt einfach draufhalten. Wenn der an uns vorbei zieht, gehen wir nochmal auf die Systemkarte. Schauen, was wir für Daten jetzt bekommen haben. Also du bist nicht terraformierbar, aber hochmetallhaltige Welt, Silikat, Magma, Vulkanismus, 20% Sauerstoff, 71% Stickstoff, 8% Kohlenstoffdioxid, Erdmassen. Warum ist denn der nicht terraformierbar? Wir haben Eis, wir haben alles, was man braucht. Vielleicht kein Wasser. Also vielleicht ist das Eis kein Wassereis. Terrestrische Wasserwelt, aktiver und so weiter. Also ich muss diesen Text nicht noch zum 10. Mal vorlesen. 79% Stickstoff, 18% Sauerstoff, 2% Kohlendioxid. Sieht für mich gebundene Rotation. 36 Tage Rotationszeit. Na. Umlaufzeit 29,3. Das ist dann vermutlich die Rotation umeinander und nicht um den Zentralstern. Mag das sein? Ich bin mir nicht ganz sicher, weil das wird nochmal unterschiedlich irgendwie dargestellt. Also da sind die Zahlen nicht so toll. Die Kreisen brauchen vermutlich 37 Tage umeinander zu umkreisen. Denn die Sonne ist wie weit weg jetzt aktuell? 518 Lichtsekunden. Also das schaffen die nicht in 37 Tagen da einmal ihre Bahn komplett drumherum ziehen. Das bezieht sich also nur auf das lokale System hier. Und da auf den Tornado. Oder Orkan oder wie auch immer. Hey. Wie viele Sprünge haben wir denn noch? 9 Sprünge bis zum schwarzen Loch. Nee, 10 Sprünge. 9 Sprünge ist ein System davor und dann müssen wir nur noch einen Sprung machen und dann sind wir da. Sehr schön. Ja, das ist ein kurzer Logbucheintrag gewesen mit dem Fortschritt der Reise. Wo wir uns befinden, ist hier. Das schwarze Loch ist direkt vor unserer Nase. Man sieht das. So eine bombastische Strecke. Wir können mal schauen, wie weit wir jetzt in gerader Linie von Sol weg sind. Und es sind 25.577,5 Lichtjahre.
gewaltige Strecke. Ich würde sagen, mit dem Blick der blauen Perle im Hintergrund werde ich euch entlassen und bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.